Wer hat die beste NBA-Saison aller Zeiten gespielt? Welcher Spieler stellt mit seinen Leistungen alle anderen in den Schatten? Wer ist der MVP der MVPs? Das wollen wir in dieser Serie herausfinden. Was geht, meine Freunde? Kobi Björn ist am Start. Heute mit der Rückkehr der MVP der MVPs-Reihe. Lange, lange, lange hat es gedauert, aber wir sind back. Und weil das letzte Video des Formats schon so lange her ist, gucken wir jetzt nochmal auf die Tabelle. So sieht's im Moment aus. Michael Jordans 88er-Saison steht auf Platz 1, gefolgt von Steph Curry 2016 und Russell Westbrook 2017. Heute werden wir Allen Iversons MVP-Saison aus dem Jahr 2001 analysieren. Ich hatte euch bei Instagram gefragt, wen ihr in der Comeback-Folge gerne sehen würdet, und das Ergebnis war ganz klar Allen Iverson. Zur Erinnerung, wir betrachten in diesem Format nur die Leistungen aus der regulären Saison, Playoffs und Finals zählen nicht dazu. Und bevor wir jetzt anfangen, habe ich noch eine wichtige Info für euch. Wenn ihr aus dem Ruhrgebiet seid, dann kommt doch am 30.11., also genau Freitag in einer Woche, ins UCI Bochum. Dort veranstalten CBS und ich wieder eine Basketball-Movie-Night, also einen Kinoabend für alle Basketballer. Gezeigt wird diesmal der Film Nowitzki, der perfekte Wurf, wirklich einer der besten Basketballfilme, die ich jemals gesehen habe. Dazu gibt's coole Preise zu gewinnen. Als Special Guest wird Streetball-Legende Paul Gude am Start sein. Der bringt sogar noch was mit. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Tickets gibt es an der Kinokasse und natürlich auch online. Link ist in der Beschreibung. Kommt vorbei, nach dem Film können wir noch chillen, Fotos machen, alles cool. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. So, und jetzt geht's endlich los. MVP der MVPs mit Allen Iverson 2001. Es gibt wenige Spieler in NBA History, die so wenig Introduction brauchen wie der Answer. Jeder von euch kennt diesen Mann. Iverson war oder ist sogar bis heute eine globale Ikone. Er hat den Basketball auf der Welt so populär gemacht wie kaum ein anderer. Ein kleiner Spieler, gerade mal 1,83 groß, trotzdem einer der größten Scorer seiner Generation. Shaquille O'Neal hat mal gesagt, Iverson wäre der einzige kleine Spieler gewesen, den er nicht einschüchtern konnte. Egal wie hart Shaq Iverson auf die Bretter schickte, AI stand immer sofort wieder auf und zog beim nächsten Angriff wieder in die Zone. Sein Kämpferherz und sein Impact sind also unbestreitbar. 2001 legte er vermutlich seine beste Saison überhaupt hin. Mit 31,1 Punkten führte er die NBA im Scoring an, seine 2,5 Steals waren ebenfalls Ligaspitze, und Leute vergessen oft, wie stark Iverson verteidigen konnte. Durch seine Schnelligkeit und die langen Arme setzte er die gegnerischen Guards immer unter Druck, natürlich nur wenn er wollte, denn sein Hauptaugenmerk galt 2001 ganz klar noch dem Scoring. In 71 Spielen droppte er 35 Mal über 30 Punkte, 17 Mal kam er auf über 40 Punkte und zweimal fielen sogar über 50 Punkte. Für einen Spieler seiner Größe sind diese Zahlen einfach ridiculous. Ähnlich wie Wilt Chamberlain spielte Iverson auch mit einem unglaublichen Motor. 42 Minuten pro Spiel stand er auf dem Feld. Spiele mit 48 Minuten oder sogar mehr waren an der Tagesordnung. Allerdings waren diese vielen Minuten auch bitter nötig, denn abgesehen von Allen gab es bei den Sixers einfach keine Scoring Power. Der zweitbeste Scorer des Teams, Theo Radcliffe, kam nur auf 12,4 Zähler pro Spiel. Aaron McKee, den vermutlich keiner mehr von euch kennt, und Legende Dikembe Mutombo steuerten jeweils nur 11 Punkte pro Spiel bei. Die restlichen Sixers schafften nicht mal die zweistellige Punkteausbeute. Das System der Sixers war also einfach: Iverson scored und die anderen vier Spieler verteidigen so gut sie können. Die Strategie ging auch auf. Radcliffe und Mutombo waren richtige Shotblock-Monster. Zusammen kamen sie auf 6,2 Blocks im Schnitt. Der Frontcourt dieses Sixers-Team konnte also nur schwer überwunden werden. Philadelphia ging in die Saison mit 10 Siegen in Folge. Von 82 Saisonspielen konnten sie am Ende 56 gewinnen. Die beste Bilanz der gesamten Eastern Conference. In den Playoffs schlugen sich Allen und die Sixers brutale Schlachten mit den Toronto Raptors und den Milwaukee Bucks, bevor sie dann in den Finals von den Lakers ziemlich easy weggeklatscht wurden. Natürlich gab es das legendäre Spiel 1, aber abgesehen von dieser Überraschungsperformance hatten die Sixers einfach keine Chance. Wie gesagt, die Playoff- und Finals-Performances erwähne ich nur kurz der Vollständigkeit halber. Diese Leistungen zählen aber, wie gesagt, nicht zum MVP der MVPs dazu. Für die besten Playoff-Runs und die Finals-MVPs wird es später noch ein Format geben. Bevor wir jetzt zum historischen Vergleich kommen, will ich noch zwei subjektive Argumente bringen. Mir fällt es zwar schwer, sie durch die richtigen Statistiken zu belegen, aber es muss trotzdem gesagt werden: Allen Iverson hat sich diesen MVP-Award 2001 so krass verdient. Die NBA wurde damals
damals viel stärker von Big Men dominiert als heute. Die Systeme der Teams waren noch komplett auf ihre Center und Power Forwards ausgelegt. Shaquille O'Neal und Tim Duncan dominierten die NBA. Die Systeme der meisten Teams waren auf die starke Power in der Zone konzentriert. Und dann kam dieses Sixers-Team mit einem 1,80 Meter großen Shooting Guard als Franchise-Player. Die waren wirklich die komplette Ausnahme und alleine das AI in dieser Phase des Spiels MVP wurde, zeugt einfach von seinem krassen Talent. Und noch eine subjektive Meinung, nimm Iverson aus diesem Sixers-Team von 2001 und sie schaffen meiner Meinung nach gerade so die Playoffs. Die erste oder zweite Runde wäre vielleicht sogar drin, aber die Finals hätten sie niemals erreicht. Philly war damals so stark von seinem Scoring abhängig und deshalb kann man Iverson eigentlich auch richtig gut mit Westbrook 2017 vergleichen. Und das machen wir jetzt auch, denn schließlich wollen wir seine MVP der MVP-Saison jetzt in einen historischen Kontext setzen. Und bei allem Hype und vor allem aller Liebe für Iverson muss ich jetzt aber auch mal ein bisschen auf die Bremse treten. Seine Stats waren krass, ja, der Teamerfolg hauptsächlich durch ihn möglich, ja. Seine Aufopferung für diese Teams, sein Kämpferherz, all das gebe ich ihm gerne. Aber im Vergleich mit Michael Jordan 1988 und Steph Curry 2016 zieht er klar den Kürzeren. MJ und Curry spielten jeweils unvorstellbare Saisons. Die sind auf Platz 1 und Platz 2 eigentlich kaum zu toppen. Für mich ist das Battle eher zwischen Westbrook und Iverson. Nochmal zur Erinnerung, Westbrook legte in seiner MVP-Saison 2017 ein Triple-Double im Saisonschnitt auf. 31,6 Punkte, 10,7 Rebounds und 10,4 Assists im Spiel. Das Ganze schaffte er bei nur 34 Minuten im Schnitt und außerdem verpasste er nur ein einziges Spiel in der Saison. Und was man natürlich nicht vergessen darf, Westbrook spielte in der Western Conference. Auch zu Iversons Zeiten war die Western Conference immer stärker als der Osten. Eigentlich hatte ich erwartet, dass mir die Entscheidung schwerer fallen würde, aber ich muss sagen, Westbrook steht für mich vor Iverson. Er gewinnt in den individuellen Statistiken, die Wurfquote ist bei beiden ungefähr gleich, wobei Westbrook auch hier einen kleinen Vorteil genießt. Dazu hat er seine Leistungen in weit weniger Minuten gebracht und bis auf ein Spiel die ganze Saison durchgespielt. Für Iverson spricht natürlich sein Scoring und sein Teamerfolg. Das beste Team im Osten zu sein, ist auf jeden Fall eine krasse Leistung. Als körperlich so unterlegener Spieler überhaupt ein Team zu führen, ist ebenfalls beeindruckend. Trotzdem sehe ich Westbrook vorne. Die Thunder waren 2017 ein viel schlechteres Team als die Sixers 2001. Er spielte in der stärkeren Conference, legte ein Triple-Double auf und musste auch noch mit dem Abgang von Kevin Durant klarkommen. Also meiner Meinung nach kommt Iverson deshalb auf der MVP der MVP-Liste nur auf den 4. Platz. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Gebt ihr auch Westbrook den Vorteil oder seht ihr Iverson vorne? Und noch eine kleine Anmerkung. In meiner Analyse bin ich jetzt nicht auf Iversons kulturellen Impact eingegangen. Klar haben dank dieser 2001er Saison damals alle Baller auf der Welt Iverson-Jerseys getragen und seine Schuhe gerockt. Aber das zählt für mich nicht wirklich zur Saisonleistung dazu. Bei Currys 403ern war das ein bisschen anders, denn er hat damals wirklich das Spiel in der NBA revolutioniert und deshalb zählt sein Impact dazu. Und bei Iverson habe ich den kulturellen Impact wieder rausgenommen. Meiner Meinung nach ist er ein verdienter 4. Platz, hätte ich vor der Analyse aber auch nicht gedacht. Eigentlich hatte ich ihn immer vor Westbrook, aber die Zahlen lügen nicht und ich muss Westbrook einfach mehr Props für seine Leistung geben, als ich es bei Iverson tun kann. Trotzdem liebe ich den Jungen und werde sein Game niemals vergessen. So, und damit sind wir jetzt auch am Ende von diesem Video angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, damit ihr kein Video mehr verpasst. Abonniert einfach den Kanal und aktiviert vor allem die Glocke. Der Glockensquad ist ganz wichtig, denn nur dann seht ihr wirklich jedes Video, das hochgeladen wird. So, und weil immer wieder Leute nachgefragt haben, wie sie noch mehr NBA-Content kriegen können, kommt jetzt hier die Antwort. Auf meinem Zweitkanal Kobe Björn Uncut gibt es jeden Tag neue Videos zum aktuellen Geschehen der NBA. Und wenn euch das immer noch zu wenig ist, dann checkt noch bei Instagram vorbei, @KobeBjörn, alles zusammengeschrieben. Dort poste ich mehrmals am Tag. So seid ihr immer up to date, was gerade bei den Videos abgeht. So, das war jetzt eine Menge YouTuber-Talk, muss aber auch mal sein. Lasst mich zum Schluss noch einmal Danke für eure Geduld sagen. Das letzte MVP der MVPs ist wirklich schon so lange her, aber ihr habt immer wieder nachgefragt, nie aufgegeben und deshalb habe ich das Format zurückgeholt. Wirklich ein fettes Danke an euch. So, und das war es jetzt leider auch schon mit dem Video. Wenn ihr Bock auf mehr NBA-Content habt, dann könnt ihr den Kanal hier gerne abonnieren oder mir auf Instagram und KobeBjörnUncut folgen. Die Links dazu findet
dir in der Infobox. Ich danke euch fürs Zuhören, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.